Georgina Fleur, überraschende Beichte kurz vor dem TV-Comeback. Seit 13 Jahren steht Georgina Fleur schon im Rampenlicht. Während dieser Zeit hat die heute 33-Jährige einiges durchgemacht. Und genau darüber sprach sie nun. Georgina Fleur steht mal wieder für ein neues Reality-TV-Format in den Startlöchern. Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin wird in der diesjährigen B-Real, Echte Promis, Echtes Leben-Staffel neben Kaderlot, Chris Breu und Xenia, Prinzessin von Sachsen, sowie vielen weiteren Promis zu sehen sein. Doch dieses TV-Comeback war keineswegs so sicher wie das Amen in der Kirche. Das verriet Georgina Fleur nun im Interview mit InTouch Online. Georgina Fleur, TV-Comeback bei B, Real. Georgina Fleur wurde durch ihre Teilnahme am Bachelor im Jahr 2012 berühmt. Zwar konnte sie damals nicht das Herz des Rosenkavaliers erobern, jedoch die der Zuschauer. Seitdem ist viel passiert. Im Interview mit InTouch Online erzählt sie, mein Leben hat sich natürlich komplett verändert, wenn ich darüber nachdenke. 13 Jahre im Showbusiness und ich bin immer noch hier. Ich bin auch durch viele mediale Höhen und Tiefen gegangen. Besonders diese Tiefen setzten Georgina Fleur zu. Sie spielte sogar mit dem Gedanken, die große TV-Bühne zu verlassen, wie sie im Interview offenbart. Es gab sogar Momente, in denen ich versucht habe, ohne das Showbusiness auszukommen, aber am Ende hat der Nervenkitzel immer wieder gesiegt und ich habe an Shows teilgenommen. Nun steht Georgina Fleur wieder vor der Kamera und ist Teil der Show B, Real, Echte Promis, Echtes Leben. Dort zeigt sich die Waldubayanerin von einer ganz neuen Seite. Ich denke schon, man sieht mich zum ersten Mal im deutschen TV so richtig als Mama. Natürlich kennen meine knapp 350.000 Follower mich so, aber vielleicht sehen mich andere, die nicht Teil meiner kleinen, aber feinen Community sind, vermutet sie. Alle Fans von Georgina Fleur dürfen sich also auf die Folgen von B, Real freuen. Der Reality-Star tut es jedenfalls. Sie verrät vielsagend, authentisch, ehrlich und mittendrin. Ich freue mich schon auf